Kamera alles richtig? Was? Ja, ja, ne? Köpfe sind weg, alles gut. Alles super. Da sind wir wieder. Und das wieder zu zweit. Ja. Schon wieder zu zweit. Eigentlich bin ich immer zu zweit. Ja, jetzt wären wir dann eigentlich zu dritt. Wir zu dritt, ja. Okay, hast recht. Egal, wie auch immer. Geht's dir gut? Ja. Ja? Geht's dir gut? Super. Schön. Habe ich schon auf Aufnahme gedrückt? Da, Timer noch. Gut. Tschüss. Wir merken schon, dass es richtig alles durchorganisiert ist. Alter, sowas von. Ich bin jetzt extra mal stehen geblieben, weil ich habe festgestellt, ich setze mich dann immer und das sieht immer so gleich aus. So. Guckst du dir das immer noch an, was wir aufnehmen? Ja, ja. Ja, wirklich? Ich finde es geil, mich zu sehen. Ja, mhm. Danke. Ich muss mal mein Mikro ein bisschen richten. So. Was hast du gesagt? Was? Ach ja. Also dir geht's gut. Das ist schön. Ja. Ja, ich meine, es ist eine Woche her, kann ja so viel passieren. In einer Woche ist es Wahnsinn. Da kann das Wetter schlecht werden, kann es wieder gut werden, kann wieder schlecht werden, danach wieder gut und dann wieder schlecht. Ja, und dann ist es wieder gut. Bevor es wieder schlecht wird. Mhm. Hast du einen Fehler der Woche für mich? Ich hatte heute einen Fehler der Woche. Aber just heute. Aber hast du öfter mal, ne? Genau an dem Tag, wo Podcast. Ja, aber das war so ein bisschen vorherzusehen. Okay. Ne? Das betrifft das Auto. Oh nein. Ich habe nämlich heute meine Rechnung gekriegt. Also nicht die Rechnung, sondern es wurde ja kalkuliert, was alles kaputt ist und so weiter und so fort. Na, erzähl. Ich brauche mir kein neues kaufen. Oh scheiße. Ist alles in Ordnung? Nicht. Nicht. Oh scheiße, ehrlich. Also er hat... Also ich ahne Schlimmes, sagen wir es mal so. Ja, also na was ist... Ich schmunzel drüber, weil im Endeffekt... Aber es müssen Tausende sein, oder? Ja. Das kann nicht wahr sein, so eine Scheiße. Also der Hintergrund ist ja die Motorkontrollleuchte, oder? Wo sie ja kontrollieren wollten. Also so. Ich war ja damals naiv. Ne? Weil ich wollte dieses Auto unbedingt haben. Ja. Jetzt würde ein sehr guter Uwe-Kumpel sagen, stimmt ja gar nicht. Ne, weil ich ja eigentlich ein anderes Auto haben wollte, aber wie gesagt, ich weiß auch, wie lange ich damals gesessen habe und hatte das Geld dann endlich und wollte dann endlich auch, aber ich habe ja gegen den Wagen nichts, der ist ja, also mir gefällt er ja. Nur war es halt so, dass damals schon die Motorkontrollleuchte angegangen ist. Genau. Da war ich ja dann wieder zurück zum Händler und habe gesagt, ey, entweder ich stelle das Auto hier wieder ab oder ihr repariert das. Und das haben sie repariert? Jetzt, Stand jetzt. Nee, damals. Als ich es gekauft habe. So, und ja, ein halbes Jahr später war die Motorkontrollleuchte an und dann hieß es irgendwann, das ist gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, das ist, ich will jetzt nicht fachsimpeln. Nur ein Motorverlust so von 2 PS und... Und das hat der Händler auch gesagt, bei dem du es gekauft hast. Genau. Mhm. Okay, ich ahne was. Ja, deswegen sage ich ja naiv so ein bisschen. Ja. Ne? Also normalerweise hätte ich das Ding stehen lassen sollen und sagen müssen, ich nehme mir was anderes für das viele Geld. So, und das ja, aber das Ding ist ja gefahren. Also ich meine, ist ja nicht er fährt so, dass ja du, auch. Er fährt ja auch. Ja, ja. Genau. Aber es muss halt, ich sag jetzt mal, wenn du es verkaufen willst, so wie ich es eigentlich auch vorhatte, muss es ja weg sein. Ja. Wer kauft ein Auto mit leuchtender Motorkontrollleuchte? Ja, niemand. Die sind nicht, ich. Naja, okay. Ne? Nein, aber wie gesagt, und er hat jetzt den Check gemacht und hat geguckt, was das kostet und das ist vierstellig. Ja. Und die 4 ist da sehr prägnant. Nein, die ist... Auf jeden Fall, ja. Alter, so viel ist das Auto auch gerade so wert, oder? Naja. So knapp drüber. Naja. Also ich habe auch mit ihm gesprochen und er meinte auch von wegen, also ich würde es fahren, solange wie TÜV ist. Und das ist Gott sei Dank auch noch bis nächstes Jahr November. Ja. Und in der Zwischenzeit eventuell dann schon mal für Bastler oder so. Ja. Sagt er, was willst du jetzt? Willst du, sagt er, was für ein Zeitwert hat es? Was hat er denn? 6,5, 7. Ja. Ja, sagt er. Und jetzt steckst du 4,5 rein und kriegst 2,5. Ja. Dann kannst du auch gleich sagen, für Bastler freigegeben, 2,5. Komm. Ja, genau. Hat er recht. Was hat er denn eigentlich? Also die Glühkerzen, es ist ein Diesel, ne, muss er dazu sagen. So, und die Glühkerzen sind beide hinüber und das ist schon über 1000 Euro beide. Ja. So, und also immer mit Einbaukosten, Steuern und so weiter und so fort, Arbeitsstunden schon voll mit drin. Und der Witz ist, dass die Auspuffklappen, die ja für die CO2-Messung zuständig sind, die ja für die AU, für den TÜV sind. Ja, ja. 1800. Beide. Was sind die? Beide hin. Ja. Scheiße, Alter. So. Oh Mann. Und dann natürlich Kleinigkeiten, die sich läppeln, die ich dann damit angegeben habe. Ich meine, gut.
Aber ist egal. Fehl der Woche, Summe X, Rechnung bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Jetzt weiß ich, was ich aber machen kann. Ja. Ich habe die Option. Ich schlafe ein, zwei Nächte drüber. Und dann schauen wir mal. Okay, das kann natürlich deine schlechte Laune jetzt auch... Nein, du hast keine schlechte Laune. Nein. Nein, pff. Das Auto fährt ja. Wie ja, gesagt, genau es so fährt ja und es hat bis nächstes Jahr November noch TÜV. Also ja, das ist das. Aber ich meine, wie ist das eigentlich durch den TÜV gekommen, weil die, wenn die Motorkontrolle von vornherein... Das ist dann immer wieder so eine Sache, weil er sagt da auch, normalerweise kommt es nicht durch den TÜV. Ja. Und ich sage, ist es aber. Mhm. Weil es hat ja erst ja, dieses Jahr TÜV gekriegt. Mhm. Ja, dann geht es ja nicht mit rechten Dingen zu. Ich sage, naja, man kann den Fehler ja rausnehmen. Richtig. So, und zu dem Zeitpunkt leuchtet sie ja nicht. Ja. Ja, also wenn du, ich sag mal so, wenn du dann in der Situation bist und du sagst, du kannst dir dann trotz den 2.500, die du dann möglicherweise bekommst, kein neues Auto leisten, dann lass den Fehler rausnehmen. Dann kommst du nochmal durch den TÜV. Wobei das natürlich nicht ausschließt, dass irgendwas anderes ist, was Geld kostet. Also, naja, was ich ja vorhatte, ist, das Auto zu verkaufen, weil es sich einfach nicht mehr rentiert. Ich habe den Diesel ja gekauft, um weitere Strecken zu fahren. Ja, aber rentiert es sich 2.500 Euro nur dafür zu kriegen? Ja, eigentlich ja nicht, oder? Nein, aber ich spare ja Versicherungen und Steuern, wenn ich das jetzt weggebe irgendwie in der nächsten Zeit, verstehst du? So, und wenn ich mir dann so eine kleine Nudel hole. Ja. Wie sagt meine Tochter, Trethupe? Ja, keine Ahnung. Mal schauen, wie gesagt, ich penne ein, zwei Tage drüber. In der nächsten Folge wissen wir schon mehr. Krass. Ja. Also dagegen ist mein Fehler der Woche tatsächlich ein Scheißdreck, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, weil das ja viel Geld ist. So, ja, das Geld ist aber das ist, ja, ist das jetzt ein Fehler der Woche? Ja, das weiß ich auch nicht so richtig. Also ich habe ja sowas Ähnliches durch. Also ja. Mein alten Volvo ist ja damals auch, ich habe dafür noch 500 Euro gekriegt und ich habe den geliebt, so. Ohne, dass der Typ überhaupt reingeguckt hat. Ja. Ohne Muschi. Ja. Und wenn du ein Auto liebst, du magst es gern, ich habe es geliebt, weil das war mein erstes Auto, was ich mir neu selbst gekauft habe von meinem eigenen Geld. Da hast du eine ganz andere Verbindung zu. So. Und wenn du dann am Ende noch 500 Euro dafür kriegst, weil das Ding einfach nur Schrott ist, so, dann ist es schon, das ist schon traurig. Bitter. Traurig ist es. Ja. Was soll's? Nee, was ist dein Fehlerwoche? Mein Fehlerwoche ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber wir haben meine Tochter jetzt ja weggebracht, Uschi, nach Frankreich. Die ist ja Austauschschülerin. Und alles schön und gut. Deswegen ist das so ruhig hier. Funktioniert genau. Was? Na, Olli ist ja da. Ja. Und wir waren ja schon mal da bei dieser Austauschfamilie vor ein paar Wochen. Ja. Um sie sozusagen kennenzulernen. Und dann, da haben wir uns schon so gequält, weil die nicht so richtig, die können kein Deutsch und wir können Französisch und die beiden Kinder können auch noch nicht so richtig. Und dann haben wir mit diesem Google-Übersetzer immer so ein bisschen. Ne? Ja. Und dann, ich hatte immer so eine scheiß Verbindung da. So. Traute mich aber auch nicht nach dem WLAN-Passwort zu fragen, weil ich meine, wenn du Leute gerade kennenlernst, dann ist das immer so eine Sache. Ja. So, und jetzt kommt Uschi nach Frankreich und wir haben gesagt, naja, wir können in Verbindung bleiben, dann kannst du uns immer Fotos schicken und wir können Videotelefonie machen und alles schön und gut. Komm da an und haben wieder eine Scheißverbindung, alle Mann. Und das Dritte, was ich mache, fragt nach diesem WLAN-Passwort. Und es gibt kein WLAN. So, das heißt, für meine Uschi im Umkehrschluss, sie ist komplett abgeschnitten von der Welt. Ja. Das ist in irgendeinem, das ist eine kleine Stadt, ein größeres Dorf, am Randgebiet. Das heißt, die haben da überhaupt noch kein DSL, die haben noch nicht mal irgendeine Leitung da liegen, im Fußboden, im Erdboden. Okay. Das heißt, die haben auch gar keine Möglichkeit, überhaupt einen Anschluss zu kaufen. Aber die haben schon ein Telefon. Nee, haben sie eben nicht. Die haben nur Handys. Ach du Scheiße. So, und dann haben natürlich französische Anbieter und die Franzosen haben so eine geilen Angebote, da kriegst du 100 GB für 14 Euro im Monat. Und dann brauchst du kein DSL. Ja. Mit super Empfang. Der Netzausbau in Frankreich ist bombastisch. Ja. Du hast überall LTE. Also wirklich überall. Aha. Überall. In jedem Tunnel, in jedem Kuhdorf. So, in der Milchtankstelle. Nur meine Uschi natürlich nicht, weil die hat Call ja hier. Von, und dem kommst du rüber und das nimmt den letzten Mast. Tot. Tot. Also wirklich tot. Das war heftig, muss ich sagen. Gerade weil du ja nicht davon ausgehst, dass es so ist. Ich hatte das schon ein bisschen geahnt, aber ja, gut, was. Jetzt fühlst du dich so ein bisschen, sage ich zu ihr, wie früher, als man kein Handy hatte, weil am Ende kannst du ja nicht mal. Na, sie fühlt sich wie Steinzeit, glaube ich. Ja, ne? Da geht gar nichts. Ja. So, das ist so ein kleiner Fehl der Woche, muss ich sagen. Es ist Pillepalle. Aber es ist heutzutage schon gerade für die Jugend natürlich auch bitter.
wenn die darauf herausfordernd, verzichten. Herausfordernd, ne? Ja. Herausfordernd, glaube ich. So, die versuchen natürlich jetzt einen französischen Anbieter zu finden, der ihr eine SIM-Karte zuschickt mit 100 GB oder sowas. Aber sie kann doch, kann sie nicht das Handy von der Freundin nehmen, wenn sie euch mal kontaktieren? Gehen. Ja, das macht sie auch. Aber sie möchte natürlich auch ganz gern, wenn sie sich mal zurückzieht, vielleicht eine Netflix, eine Folge, irgendwas gucken im Bett, ja, wenn sie in, ja, gut, ihrem das Zimmer, stimmt, da hast du recht. Ne, dann, sie braucht ja auch ihre Auszeit. Das ist ja auch in Ordnung. So. Habt ihr denn in der Zwischenzeit schon mal mit ihr telefoniert? Das haben wir schon mal gemacht, ja, über WhatsApp, mit über die Freunde. Ja, und? Also das läuft, das alles ist gut, alles ja. toll. Das so allgemein gut. jetzt. Das ist gut, ja. Doch, doch. Diese ihre Kollegin, die, glaube ich, ist die auch da oder ist sie woanders im Frankreich? Die ist in einem Nachbardorf, einer größeren Stadt, wo die Schule auch ist. Und ja. die ist auch gut angekommen, auch alles super. Ja, ja. schön. Ist schon spannend. Ja, ja. das glaube ich. Wie lange war das nochmal? 3 Monate? 3 Monate. Oh, das ist krass, November kommt sie da. Krass. Mit 14? Ah, schon heftig. Alter Schwede. Aber vielleicht ist auch genau das richtige Alter. Also ich denke, das ist schon du. Gut so, wie es ist. Das sind so kleine Sachen, ne? Und ich glaube, das, das bringt was. In der Entwicklung, Selbstwertgefühl. Ja, ich denke auch. Ja. Und selbst wenn sie feststellt, dass Französisch nicht gar nicht ihre Sprache ist, also das weiß sie ja noch gar nicht. Hm. Ne? Das, nein, nicht das, was du schon wieder... Nein, ich habe jetzt wirklich daran gedacht. Ja, ja. Ich wollte eine Folge mal nicht FSK 18 haben. Nein, aber tatsächlich, wenn, kann ja durchaus sein, dann hat sie zumindest diese Erfahrung gemacht, 3 Monate weg zu sein von zu Hause. Ne? Und allein irgendwie sich durchboxen zu müssen und was weiß ich. Das sind ja, jetzt wollte ich gerade sagen, das sind ja die kleinen Dinge. Weil ich will auf was hinaus. Das, was ja deine Uschi durchmacht, ist ja kein kleines Ding. Das ist ja doch schon ein etwas größeres Ding. Ich habe ja immer so gedacht, von wegen, Mensch, das Kinder, mein Uwe, der sitzt immer da und sagt sich, da passiert nichts, da passiert nichts. Ja. Jetzt plötzlich sind gleich 2 Sachen passiert, 2 kleinere Sachen. Und zwar kam der Trainer von der E-Jugend hier aus unserem Dorf und hat gefragt, ob er vielleicht mit trainieren möchte als Trainer. Unterstützung. Echt? Kriegt er auch 3,50 Euro, sag ich mal auf gut Deutsch gesagt, also einen kleinen Obolus. Einmal die Woche, er wird hingefahren, er wird nach Hause gebracht. Hat er vom Fußball taktisch so viel Ahnung? Ja, ich denke... Also muss dann ja also, sein, ne? Weil ja, unterstützende Tätigkeiten. Ich denke mal Aufbau und gleichzeitig mit Lernen, ne? Ja, okay. So, also mit Sicherheit mehr Handlanger erstmal, aber kann ja nicht schaden. So, und das zweite Ding ist, prompt wurde er, ich glaube eine Woche später, gleich gefragt, ob er Schiedsrichter machen möchte bei den Geil. Ganz Kleinen. Geil. Und jetzt hat er am Wochenende, also wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist das dann gestern gewesen, ja. sein erstes Spiel gepfiffen. Und kriegt da auch einen kleinen Obolus für. Das ne? ist, und da habe ich so bei mir gedacht von wegen, ey. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, da passiert gar nichts. So, weißt du? Und aber das ist auch das richtige Alter dafür. Ja, natürlich. Weil dann kommst du rein und fällst auch mal auf die Schnauze. Ich habe das beim Batman gemacht, da habe ich auch Schiri gemacht. Aber auch 7 Mark damals, ja. DDR-Mark gekriegt. Das ist cool. Ja, na, vor allen Dingen, er ist ja mit anderen Kindern, die Fußball spielen. Und er ist jetzt der Ältere, der Erwachsene quasi. Und ist halt Schiedsrichter. Ne? Das heißt, er muss Entscheidungen treffen. Er muss sich gegen den anderen durchsetzen. Und das finde ich dann auch so interessant, ne? Und auch schön. Ich finde es gut, dass er es macht, dass er den Mut auch hat, auch wenn es bloß eine Kleinigkeit ist. Aber trotzdem entwickelt das die Persönlichkeit. Ja, natürlich. Definitiv. Klar. Und er wird auch aufgeregt sein, wenn er das erste Mal macht, das zweite Mal macht. Und es wird eine Routine drin sein. Und er merkt, das ist genau das, was ich ja zu meiner Uschi auch gesagt habe. Und das wird deinem Uwe auch passieren. Du selber merkst die Entwicklung nicht. Das ist wie ein Kind, was du tagtäglich siehst und nicht mitkriegst, wie es größer ja, wird. Ja, so ist diese das Erfahrung. Sehen nur andere. Ne, wenn sie jetzt nach Hause kommen nach 3 Monaten oder dein Uwe 5-mal ein Spiel gepfiffen hat, dann ist es für ihn, also für dich, wenn du von außen guckst, geht er schon ganz anders ran. Er selber merkt das gar nicht so richtig. So, und das finde ich super. Vielleicht, wie sagt man so schön, möchte deine Uschi nachher die Welt bereisen? Nur wegen dieser Erfahrung schon. Oder sie sagt, auf so einen Scheiß hat sie nie wieder Bock. Aber dann hat sie wenigstens die Erfahrung gemacht. Ne? So, meiner sagt sich vielleicht, ich mache Trainerschein oder ich mache Schirischein und ich möchte das ganz gerne und kann da ja auch dann emporsteigen, sag ich mal. Genau. Ne? So, und wie gesagt, dieses Selbstwertgefühl, was man ja entwickelt dadurch. Ja. Bei deiner Uschi natürlich ein bisschen mehr, weil sie da wirklich alleine ist. Finde ich krass. Ja, das ist nicht vergleichbar. Was heißt mehr? Ich finde es nicht unbedingt vergleichbar. Schon. Also, ich glaube, wenn du ein Fußballspiel pfeifst, ist das auch unfassbar. Also aber es ist nach 90 Minuten rum und nicht nach 3 Monaten. Er geht danach wieder nach Hause. Ja, aber du kriegst als Schiri ja nur auf den Sack. Ich habe das ja mitgekriegt. Muss ich nur durchsetzen. Ja, natürlich, aber das ist ja die Erfahrung, die du machst. Ja, genau, so, das meine ich. Das, genau. Naja, wie auch immer.
Ja. Ach, ich sehe schon wieder, du hast einen Zettel. Ja, ich hole meinen Zettel raus. Alter. Und zwar. Gott sei Dank holst du nur deinen Zettel raus. Ja, ja. Ja, das andere ist so FSK groß. 21. Oh, oh. Immer dieses Prahlen, dann ist es dahinter, ne? Das ist schrecklich, echt. Meine Fresse. Ich freue mich schon drauf. Stadtland Vollpfosten. Ich habe auf jeden Fall erstmal 4 Flachwitze rausgesucht. Irgendwas mit Audi? Beim fünften, nö. Beim fünften, achso, das war der erste, ne? Ja. Beim fünften bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den erzähle. Ersten. Mama, was soll ich mich an Karneval verkleiden? Häng dir doch dein Zeugnis um den Hals und geh als Kevin. So, 2000 Follower weniger, die heißen alle Kevin. Die haben alle Kevin geheißen. Warum klaut Robin Hood Deo? Deo? Hm? Weiß ich nicht. Um es unter den Armen zu verteilen. Das ist gut. Ja, fand ich auch. Was macht eine Wolke mit Juckreiz? Gott, so bescheuert kann man gar nicht denken. Wolke mit Juckreiz. Sie fliegt zu einem Wolkenkratzer. So, was ist die Steigerung von Buchstabensuppe? Omanstabensuppe? Nee. Wörthersee. Oh, weia. Gott, das. Ey, sag mal, wer denkt sich so einen Schwachsinn aus? Ja, irgendjemand. Also es ist ja, wie gesagt, nicht selbst ausgedacht, sondern es ist halt ja, wirklich abgeschrieben. Du hast einen fünften noch? Ja, ich habe einen fünften noch. Der geht etwas länger, aber ich weiß nicht. Und ist versaut. Was? Nein, das nicht. Das ist schade. Ich versuche ihn mal zusammenzukriegen. Wenn nicht, dann ist es halt... Dann ist der Witz, dass ich es nicht geschafft habe. Alles klar. Ich trinke nebenbei Bier und tu dann so, als ob du... Genau. Also, pass auf. Unser Angelika Merkel ist... verunfallt. Ja. Verkehrsunfall, tot. Kommt jetzt zu Gott und er sagt, du, okay, Frau Merkel, wir haben jetzt die Möglichkeit, Sie haben die Wahl, entweder Hölle oder Himmel, aber bevor Sie sich entscheiden, gucken wir uns beides mal an. Fahren die beide runter in die Hölle, alle ihre Freunde da, die auch schon abgelebt haben und so weiter und so fort und alle voll am Party machen, am Golfen und machen und tun und sie so, oh cool, ja. Sag Gott, von wegen, wir fahren erstmal nach oben und gucken uns den Himmel an. Ja, alles klar, okay, dann fahren die hoch, da oben auch, blauer Himmel, Sonnenstrahlen, alle liegen da am Pool und machen Party und allen drum und dran. Und dann sagt er so, Frau Merkel, Sie haben die Wahl, entscheiden Sie sich bitte bis morgen. So. Er kommt nächsten Tag wieder. So, haben Sie sich denn entschieden, Frau Merkel? Wo wollen Sie jetzt hin? Ja, sagt sie, wissen Sie, da oben ist ja super irgendwie, ne? Die machen so Party und allem drum und dran, aber in der Hölle hat es mir echt besser gefallen, das muss ich ehrlich so sagen, so blöd wie es ist. Alles klar, ja, dann halt die Hölle. Sie kommt runter, macht die Tür auf, wird sie gleich so von 2, 3 Leuten reingezogen, die so im Dreck stehen bis zum Hals und Scheiße in Tüten stapeln. Und sie so, hey, was ist denn los hier? Wo ist denn das alles hier mit Golf, mit Party und allem? Und dann sagt Gott so, ja, das eine war vor der Wahl, das jetzt ist nach der Wahl. der ist gar nicht so flach. Und der ist, und Respekt, den hast du gut erzählt. Ja. Ich muss mich auch konzentrieren. Weil Alter, der ist geil, das muss ich mal sagen. Zumal das ja sehr aktuell ist. Also wir wollten ja gar nicht über Politik, aber das ist ja stark. Ey. Der ist alt, weil den echt? Hat, wie heißt er? Krüger? Mike Krüger. Wahrscheinlich erzählt, bevor sie gewählt wurde, oder was? Keine Ahnung, das ist wirklich das ist alt. Krass. Also, ich weiß nicht, wann der jetzt erzählt wurde von ihm, aber ich fand den auch krass. Der ist gut, der ist gut. Mike Krüger, den gibt's noch? Echt? Die Aufnahme war von vor 10 Jahren, keine Ahnung. Ja, na gut, Merkel ist ja schon ein bisschen länger, ne? Ja, natürlich. So, ich hoffe, Frau Merkel hört nicht zu. Nö, also wenn sie sich beschwert, dann laden wir sie mal ein, das ist ganz klar. Und vor allem, wenn sie sich beschwert, dann hat sie ja Steine in den Taschen. Richtig. Oh Gott, der siebte. Nee, warte mal, 5 + 1 = 6. Der sechste. Ich habe was vorbereitet. Nein! Ja,
Deswegen bin ich so gut drauf. Und danach bist du auch gut drauf, das weiß ich ganz genau. Ja, oder... Oder scheiße drauf. Aufmachen. Genau. Jedenfalls musst du ein bisschen was tun. Hm? Du musst wieder Sachen irgendwie raten, erkennen, was auch immer. Ach, so, und ich hab diesmal wieder mal die Geschichte gemacht mit der Technik hier. Wir hatten das ja schon mal, da musstest du ja... Was musstest du da eigentlich... Ah, genau. Englische Texte erkennen, was für ein Ach, Lied du hast das es ist, nicht, ne? Hoffe nicht. Oder Deutsch. Nein, sowas nicht, weil ich weiß ja, wir werden bei YouTube rausgeschnitten. Ja. Wenn das nicht funktioniert. Original. Genau, deswegen habe ich jetzt einen Jingle gemacht für das Spiel. Ich bin mal Joko hier, oder Klaas, oder wie heißt und so. Und wir spielen heute, bevor ich das mache. Rülps dich mal. Ach nee, Olli war das. Olli, Mensch, ich sehe den gar nicht. Das muss dein Vater sein. Ja, Vater. So. Die Musik kann sein und auch die Ausschnitte sind ein bisschen leise für dich zu hören. Das habe ich aber so eingestellt, damit es im Podcast nicht ganz so laut ist. Also damit wir zumindest noch zu hören sind. Worum geht's denn überhaupt? Ja, okay. Also, wir spielen heute, ja. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Hä? Wer quatscht denn da? Warte. Leise, ne? Nicht, nee, ich hör's aber. Ja? Oh, jetzt kommt er mit irgendwelchen Alten. Hä? Wer quatscht denn da? 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 Das ist aber nicht deine Uschi. Wer quatscht denn da? Was du mit. Das war der Jingle. Jetzt ist meine Uschi auch nicht mehr da. Wir fangen an. Und zwar habe ich 10 Personen rausgesucht, die. Meistens sind es Reden oder Interviews gegeben haben. Und du sollst die Person erkennen, anhand der Stimme, wer das ist. Ja. So. Und ich habe eine kurze Version, die geht ungefähr mal 6-7 Sekunden. Hm. Da kannst du mir sagen, wer das ist. Und wenn du es nicht errätst, dann machen wir die lange Version. Oder wenn du es errätst, können wir die trotzdem hören. Manchmal ist es ganz geil. Ja, mach mal trotzdem mit. Ne? Das also ist ja für genau, die Zuhörer wir auch. Wir gucken mal. Also ich denke mal, ich fange mal ganz leicht an. Ich hoffe. Ganz leicht. Doch, den erkennst du sofort, gehe ich mal. Also Nummer 1. Dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Das war's. Also, achso, ja, ja. Weißt du, dass das eigentlich gemein ist? Weil hörst du eigentlich gut in... Ich höre das, ja. Ich höre das. Ich finde das nur gemein, weil wenn ich weiß ja, wer das ist, aber wenn ich jetzt Egon Krenz sage, du hast ja von Politik gar keine Ahnung, weißt du, dann stehe ich richtig blöd da. Nee, weißt du, was geil wäre, wenn ich sage ja? Das war Stoiber, ne? Ja, genau, Edmund Stoiber. Ah, ja, das war ein Dilemma, was der da war. Das aber geht ungefähr eine Minute. Wollen wir das mal uns anhören nochmal? Weil ich fand das total geil. Ja, mach das mal. Aber was ich mal ganz kurz davor fragen wollte, wurde irgendwann mal herausgefunden, warum er da so ein Durcheinander? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe vergessen, das zu googeln. Also entweder der war total stoned, oder besoffen oder hat irgendwie einen Schlaganfall gehabt nebenbei oder so. Ich glaube eher zweitens, weil der ist ja völlig... Nur scheiße. Sie haben ihn ja auch sogar mal irgendwie gefragt. Ich glaube, es gibt da sogar ein Interview drüber, ob er gerafft hat, was er da überhaupt erzählt hat. Und dann hat er ja bloß gelacht immer. Genau. Ja, da war ich wohl irgendwie... Er hat sich ja dann irgendwann mal vor 2-3 Jahren tatsächlich selber nachgemacht und das veralbert. Ja. So. Aber ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. ich spiele es mal. Ja. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Das ist an sich. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
Das ist total bescheuert. Alter, das geht doch gar nicht, oder was? Ich glaube, der hat geraucht. Also irgendwas muss der gemacht haben. Oder der hat seine Tabletten halt nicht genommen. Ja, das denke ich auch. Irgendwie sowas. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, als er das damals gesagt hat, war er doch, glaube ich, noch Kanzlerkandidat, ne? Gegen Schröder oder so. Das ist ja unglaublich lange her. Naja, Entschuldigung. Ich mach mal das nächste. Ich glaube, das ist auch noch relativ easy für dich. Also die Stimme müsstest du eigentlich erkennen. Because I am the sum total of everyone I've ever Boah, met. Sylvester Stallone. Oh, ging das schnell. Naja. Alter Schwede. Da brauchen wir die lange Version. Ich mach sie trotzdem an. Doch, mach sie mal. Das ist geil. I'm gonna try not to get emotional. Because I am the sum total of everyone I've ever met. Du hast richtig die schiefe Fresse von ihm. I just want to say thank you to the Hollywood Foreign Press is incredible. Last time I hear, I was 1977. I was kind of hit by tumbleweed. It was a long time ago. It was like a different situation. Was mich bei ihm so wundert ist, dass er wird ja synchronisiert. Ja. Und da spricht er immer so deutlich. Und wenn du ihn hier dann so immer hörst, frage ich mich immer, ich möchte mal ganz gerne so wirklich beim Dreh dabei sein. Ja. Ob die ihn verstehen, was er überhaupt noch... Er sieht auch so frisch in den Filmen noch aus. Und wenn du ihn privat aber auf Instagram verfolgst, ja. Da sagst du dir, okay, das Recht hat er ja auch, aber er ist ein Opa. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde, das sieht man zum Beispiel auch bei The Rock, Dwayne Johnson. Wenn der seine Sit-Up, also ins Fitnessstudio geht, da siehst du schon, dass der auch alt wird langsam. Also das, klar. Ne? Also der ist in den Filmen. Ich habe heute auch gesehen, dass ich alt bin, weil ich war beim Friseur und ich habe da gesessen und kam ich hatte nur wirklich Haar eine Mette auf dem Kopf. Ey, ich war grau. Komplett grau. Ja, ja. Ich frage mich, wie ich das hinkriege, dass ich wirklich am Tag über halt noch so normale Haarfarbe habe mit so ein paar grauen Strähnen. Aber vielleicht sehe das ich nur. Ja, aber das ist ja das eine. Das eine ist ja tatsächlich das... Rauscht das bei mir nur so? Ja. Das eine ist ja wirklich die grauen Haare und das andere ist ja das Gesicht, die Falten und so weiter. Das ist also ja, die habe ich natürlich nicht. Nein, jedenfalls nicht im Gesicht. Ja, wegen dem... Wegen dem genau. Hat uns tatsächlich jemand angesprochen, ne? Montag. Echt? Ja, hier, Uwe nebenan. Ah ja, stimmt. Jetzt weiß ich, warum du keine Falten hast, Martin. Ja, ja, genau. Stimmt. Da, ja. Hat er gehört. Ich habe übrigens, ich habe Angst. Ja, es wird, es wird das, schlimmer. Was noch kommt. Es ja, wird es schlimmer. Wird schlimmer, danke schön. Definitiv. Aber was ich so interessant finde, ist, das war seine Rede, er hat einen Golden Globe Tiger gekriegt für Creed. Kennst Creed, du den? Ja, Creed ist ja dieser Boxer mit dem Schwatten, darf man nicht sagen. Da gibt es ja einen zweiten Teil. Der ist auch richtig gut. Ja, okay. Und spielt ja im Rocky-Universum. Mhm. So, ich fand den auch gut. Naja, machen wir Nummer 3. Ich weiß gar nicht, was ist denn das hier eigentlich? Ah, ja, ja. Also, wenn den erkennst. Was? Ist das Gorbatschow? Was? Warte, was ist mit dir denn nicht richtig? Was denn? Ja. Echt? Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Er ist russisch. Ich habe erst an Klitschko gedacht. Und ich so, nee, der ich spricht gedacht, anders. Ich dachte, bestimmt Putin, sagt er. Aber man hört... Kann man auch... Ja, gut. Putin, bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, nur man hört ja, dass er alt ist. Ne? Dieses schon ein bisschen genuschelt. Ja, und Kind, ich... Ossi. Ja, genau. Stark, Alter. 3 Punkte. 90 ist der geworden, ne? Vor kurzem. Ist krass, ja. Wahnsinn. Ich habe das mal zusammengeschnitten, weil da irgendeine Übersetzerin steht dazwischen. Ja. Ja, und ich kenne Putins Stimme. Das ist nicht Putin. Das ist weich. Das ist eine weiche Stimme. Und der hat immer so genuschelt auch so. Ja. Okay, dann kommt das hin. Muss ich übrigens gleich mal was erzählen? Erzähl. Auf Arbeit. Wir haben ja auch sehr viele Russen. Und wir hatten ja Wartezeiten. Tiefkühl ist nicht gepackt worden. Und eine Nummer dran stand mir dann so. 2-3 Ossis und 2-3 Russen. Und dann hat der eine Ossi dem Russen beim Laden geholfen, weil bei dem alles da war. Und dann hörte der irgendwann auf und dann sagte der Russe zu ihm, du kannst ruhig weitermachen. Und da habe ich ihn angebrüllt, die Zeiten des Sozialismus sind vorbei, Gorbatschow ist tot. Und da hat der Chef von der russischen Spedition sich umgedreht, hat ganz laut gelacht und hat gesagt, Gorbatschow. Und ging weiter. Und ich so, okay. Ja, vor allem das Ding ist, er ist ja nicht mehr tot. Nein!
Aber mir ging es um den Sozialismus. Ja, mir ging es um den Sozialismus und ne, helfen und tralala. Weil wir halt nicht mehr DDR-Zeiten haben, weißt du? Ossi und Russen. Wir haben jetzt keinen Subotnik. Genau. Geil, ey. Oh, aber Gott. Da versteht man sich, ne? Das ist so. Das wird ein Wessi, glaube ich, nicht hinkriegen. Ich habe Angst. Ah, mal gucken. Ich hoffe, du hörst es. Nummer 4. Seitdem nannte man das dort, das ist eine Mannheimer Rakete, wenn man der ist tot, der kleine Dicke. Von starker Flatulenz leicht Alter, ins All abheben. Der kleine Dicke. Mhm. Stark. Also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es war zu einfach, was ich hier rausgesucht habe. Ich komme nicht auf den Namen, aber der ist tot. Der ist tot, ja. Schon viele Jahre. Ja, aber das war halt. Ja, ich komme nicht auf den Namen. Aber was hat er für Sendungen gemacht? Der hat eigentlich alles so ein bisschen moderiert, ne? Also der hat Quiz-Sendungen gemacht, glaube ich, wo sie dann immer irgendwann auf im Kreis gesessen haben. Ich bin mir nicht sicher, hat der nicht sogar auch Dschungelcamp gemacht? Ja. Mit Zietlow zusammen. Sonja sogar auch noch, ne? Genau. Ja, er hat mit ihr angefangen. Ja, genau. Ich komme nicht auf den Namen. Dann hör mal weiter, vielleicht, also ich habe die lange Version, vielleicht kommst du dann drauf. Ja, okay. Raketen, die haben doch diesen Antrieb eher so unten rum. Wenn wir jetzt vielleicht einmal in die Historie. Nee, ich hab's nicht mal auf der Zunge. Ich weiß, ich habe ihn nur vor Augen. Hülsenfrüchte und die Bewohner wurden von größeren Flatulenzen. Ich glaube, dazu ist er auch schon zu lange tot. Und Roben aufgrund dieser Flatulenzen leicht. Ja, Alter, ich musste nicht mal helfen. Ist ja unglaublich. Was ist mit dir? Du hast erst zwei Bier, ne? Ja, ich hab in der Kindheit zu viel Fernsehen geschaut. Ja. Ganz stark, Alter. Ich weiß gar nicht, wovor du Angst hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Den nächsten erkennst du definitiv nicht. Aber bevor wir dazu kommen, Dirk Bach, Dschungel, stimmt. Mhm. Und das war jetzt hier ja mit Balder, dieses Hugo Genial Egon. Daneben. Ja. Ne? Und wen du hier lachen hören hast, war Hella von Sinn. Mhm. Und die hat so eine ähnliche Lache in diesem Ausschnitt wie Uschi. Sag ich dir später. Ja. Also auch so herzlich so. Ja, okay. Ne? Also auch so total cool. Und die waren ja immer, also ich sag mal, da ist ja hier Hohecker ist auch dabei und so, das ist ja so ein Klassiker. Aber er ist auch so ein typischer Fall, wo ich so sage, vielleicht wäre das auch mal eine Folge wert, wenn wir es nicht schon gehabt haben, ich weiß es nicht. So wie der, wie heißt er, der Amerikaner, der Vietnam gemacht hat hier, den Jumanji, den alten Film. Williams? Nee, wie heißt der? Robin Williams. Nicht Robbie, sondern Robin. Ja, genau. Die Typen, die von außen her immer gedacht, also wo du immer gedacht hast, ey, die sind total witzig, total cool und ja. Wir hatten ja sowas ähnliches beim Suizid, bei der Suizidfolge, da hattest du Robin Williams auch erwähnt. Ja. Der hat sich ja umgebracht. Ja, ja, genau. Dirk Bach ja, glaube ich, nicht, ne? Da war es irgendwie anders. Aber vom Prinzip her gebe ich dir recht, also die Geschichte kann man echt mal aufarbeiten, so dieses Ha-ha-ha-ha draußen. Ja, ja. Und nach innen. Nach innen hin, ohne dass man gleich zum Suizid kommt. Gibt's ja auch dieses, ne, gerade öffentliche Medien, nicht gerade mal WhatsApp, aber TikTok, Instagram, was da alles gezeigt wird und in Wahrheit sieht es ganz anders aus. Genau. Ja. Ja, spannend. Bin gespannt, was jetzt Nummer 5 ist, weil... Erkennst du nicht. Ich hab... Okay. Also wenn du das erkennst, dann kriegst du von mir 3 Kästen Holzen. Warte mal, ich gehe hin und lese ab. Das kann ich ja kaum lesen. Na egal. I left school a year after that. I walked out of school. So 14... Probably oh, das ist ein Engländer. Stuff. Stark. War gut. Ja, gut, vom Slang her. Ja. Kann ich es nochmal hören? Ja. Ich kann noch die lange Version anhören. Ja, gerne. Mach mal die lange Version. Well, it was a very impressionable time for me. And I left school a year after that. I walked out of school. So 14, probably still a lot of glam stuff. T-Rex, David Bowie. Thank God for radio. Some radio shows like John Peel and stuff, which I would listen to with my little transistor radio at night in bed. Ist schwer. Ich kann, also pass auf, ich muss ja dazu sagen, ich kann ja nicht wirklich Englisch. Also ich ziehe ja jetzt nicht aus den Inhalten vielleicht einen Sinn. Ja. Ich gehe nur nach Stimme. Ja. So, und den einzigsten Engländer, und ich weiß, das ist falsch wahrscheinlich, weil ich kenne die Stimme, aber ich muss ja was sagen. Wäre jetzt
Also da war irgendwas mit T-Rex zum Beispiel oder sowas in der Art, als wenn es ein Regisseur oder sowas erzählt. Aber ich sag, ich weiß, dass es falsch ist. Robbie Williams. Ich mach nochmal an. Ja. Well, it was a very impressionable time for me and... Ja, könnte sein. Nee, aber okay. Robbie Williams hat eine andere Stimme. Ein bisschen hellere Stimme. 14, ja. Probably still aber ich, a lot of glam stuff. Es wird ja keiner aus der Königsfamilie da sein. Nee. Aber es ist ja schon mal stark, du hast es ja erkannt, dass es ein Engländer ist. Als ich das gehört habe, war mir nicht bewusst, dass der Engländer ist. Dass die Band überhaupt aus England kommt. Band? Das war mir nicht bewusst. Depeche Mode. Und zwar ist es Dave Gahan, der... Nein! Ja, das war mir nicht klar. Vielleicht kommen die auch gar nicht aus England, sondern aus Australien, wo sie Englisch sprechen. Oder also dieses und das als Depeche Mode-Fan. Das ist natürlich... Aber das wie sollst du das? Kacke. Du hörst ihn immer nur singen. So. Aber ich habe die Biografie von ihm auch mal geguckt. Okay. Aber das ist schon Jahre her. Ja. Somit, der war ja auch schon mal klinisch tot. Der war wirklich ein paar Minuten schon mal tot. Echt? Ja, ja. Der hat durch den Drogenkonsum und durch den Alkohol, hat er mal so übertrieben, dass der ins Krankenhaus musste. Und dann haben alle Bandmitglieder, Dave Gahan war ja dieser Blonde, glaube ich, ne? Nee, der Dave Gahan ist der wie heißt er? Martin Gore, ne? Ja, genau. Genau, das war der Blonde. Der hat dann schon fast den Medien mitgeteilt, dass er tot ist. Und dann haben die ihn nach drei Minuten, haben die ihn wieder zurückgeholt. Das gibt's ja gar nicht. Also, ist eine ganz... Au! Och, du hast es ja... Aber immer noch! Scheiße, voll rein. Nacken, Alter, ey. Also ist gerade eine Glut geflogen. Du sitzt Alter. Da echt scheiße. Ja. Boah. Nein, aber muss ich das sehr tiefgründig und emotional. Ja. Ist krass, wenn man Fan ist und man guckt sich das an, vielleicht auch als Neutralo. Also ich würde das gerne mal sehen, das war mir gar nicht bewusst. So. Also ich bin ja nur auf ihn gekommen, weil ich weiß, du bist Fan von der Gruppe und deswegen habe ich gedacht... Den hau ich übers Ohr. Wenn du den jetzt erkannt hättest, wie gesagt, du hättest die drei Kästen Holzen bekommen. Aber es ist schwer. Es ist wirklich. Und krass, ja. Ja. Super. Mann, Hut ab, ey. Eieiei. Nächsten? Ja, ja. Na, okay. Nummer 6. Ma lui non è che la ripeteva una volta. La ripeteva tre volte. Una diceva il fatto. Non abbiamo mai litigato. War das ein Russe? Eieiei. Lange oder Version? Oder war das ein Chinese, Japaner? Ich mach die lange Version. Ja. Yeah. Nee, ich mach erstmal nochmal die kurze. Das ist japanisch. Una mein Tibia? Würde ich jetzt sagen, das ist russisch. Ja, okay. Dann doch lieber die lange. Oder ist das eine komplett andere Sprache? Echt? Italia. Terence Hill. Hallo? Was denn? Stimmt? Ins Blaue reingeraten oder was? Bei Italia. Das war jetzt nicht der Papst, oder? So. Doch, der war's. Ja. Ja, scheiße, Terence Hill ist natürlich richtig. Echt, Alter, das ist mega. Terence Hill ist geil. Habe ich in letzter Zeit wirklich auch sehr viele, ich folge ihm auch auf Instagram, bin ich ehrlich. Und sehr viele Interviews und. Deswegen kennst du die Stimme? Ja, ja. Alter, ich habe die falschen rausgesucht. Das ist tatsächlich die Rede, die er hält zur Bud Spencer's Beerdigung, zur Trauerfeier. Mega, ja. Mega. Er redet davon, dass seine Frau kennengelernt hat und genau. die erste Rolle, wie sie zusammengekommen sind, dass er ja eigentlich nur Ersatz war, ne? Ja. Und die haben, ich habe mir das mal komplett angehört, die haben tatsächlich die ganze Zeit gelacht. Also der hat das so witzig offensichtlich gemacht. Ja, so wie sie aber das auch wollten gehört. Die wohl auch irgendwie, ne? Also die wollten nicht, dass das irgendwie jetzt traurig und tralala. Soll ich dir was sagen? Auf meiner Beerdigung, zumindest auf der Trauerfeier, möchte ich das auch. Da mache ich Flachwitze. Ja, bitte. Weil die Leute sollen mich ja so witzig in Erinnerung behalten. Wie tun sie nicht. Ich sorge dafür. Ich war, ja auch nie, ich war ja auch nie witzig. So, jetzt hole ich erstmal einen Lattenzaun hier. Latten. Du machst mir Angst. Warum? Das sind ja nur noch... Alter, du hast von 6 5 richtig erraten. Gewusst eigentlich, gewusst. Meine Fresse, du. Ich mach so eine Spiele nicht mehr.
Aber das ist ein geiles Spiel. Ich hatte so eine ähnliche Idee auch schon mal, aber gut, mit der Technik. Ich müsste wieder mit diesem Gerät arbeiten, was ich ans Mikro halte wahrscheinlich. Wobei das auch cool war, weil das ja auch ein bisschen verzerrt. Ja. Ich hoffe nur, dass diese ganze Scheiße uns nicht dazu bringt, wieder bei YouTube rauszufliegen. Aber ich glaube, in diesem Fall... Nein, das glaube ich nicht. Nein, das sind Stimmen. Das ist keine Musik. So. Stimmt, das sind Stimmen. Stimmt. So, ich muss aber mal gucken. Ich habe trotzdem Angst. Nee, ich will nicht versagen. Nee, ich glaube, also das würde mich wundern, wenn du den nicht erkennst. Wir lassen den Mario jetzt einfach mal Fußball spielen. Ob er ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Lass ihn einfach Fußball spielen. Ich muss nach jedem Spiel und Mario selber. Ich glaube, dass es um Mario Basler geht. Fußball. Aber das kann ja nur ein Trainer sein oder ein Manager. Machen wir bitte nochmal. Nochmal. Ja, ich mach nochmal. Nicht die lange Version. Wir lassen den Mario jetzt einfach mal Fußball spielen. Ob er ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Lass ihn einfach Fußball spielen. Ich muss nach jedem Spiel und Mario selber. Ich würde ja sagen Hoeneß, aber. Der Hoeneß, der spricht immer noch so ein bisschen. Ihr solltet das Gesicht sehen. Ja, ja. So. Das ist. Aber Hoeneß hat die Spieler auch immer in Schutz genommen. Und oder hat sie den Arsch versohlt? Na komm, ich mach die lange. Also ich. Ja, dann mach die lange. Bevor du, bei Terence Hill hast du das ja auch bei der langen erst. Ich denke. Wobei, wenn ich das überlege, ich wüsste es gar nicht. Na, mal gucken. Können wir uns auf eins einigen? Wir lassen den Mario jetzt einfach mal Fußball spielen. Aber ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Lass ihn einfach Fußball spielen. Oh, das ist Rummenigge. Nach jedem Spiel und Mario selber Fragen beantworten. Und nicht, dass wir noch einen Jungen irgendwo besorgt gegenüberstehen und feststellen, Mensch, das ist so schwer. Sondern wir sollen es einfach mal positiv sehen. Wir haben gut mit ihm geredet, er genießt unser Vertrauen. Aber jetzt lass den Jungen auch mal ein bisschen in Ruhe. Es wird nicht besser, wenn wir permanent darüber reden. Lass einfach in Ruhe lassen. Hat gut gespielt, engagiert, ist nicht gespielt, so wie wir uns das wünschen. So kommt der Rhythmus. Und dann sage ich Ihnen eins, können Sie jetzt... In dieser Saison werden wir jeden Spieler brauchen, der im Kader ist. Sie haben mich jetzt gar nicht nach Dante gefragt, der war gar nicht im Kader, hat heute 80 Minuten gespielt. Das interessiert Sie nicht. Oder an Sebastian Rode. Der hat heute gespielt und ich sage Ihnen eins, wenn du etwas Großes gewinnen willst, brauchst du gerade diese Spieler. Und der Umgang zum jetzigen Zeitpunkt eher mit denen ist wichtiger als mit denen, die spielen. Und das tun wir und alles andere. Das ist aber lange her halt, ne? Mario Basler, Alter. Aber ein Kaugummi oder so ein zähes Gerede bringt einen nicht weiter. Wir arbeiten jetzt, geben Gas. Und wir nehmen den Mario. Ist das Bierhoff? Nee, Bierhoff ist das nicht. Es geht tatsächlich in diesem Fall nicht um Mario Basler, sondern um Mario Götze. Au! So. Aber mir kommt die Stimme so bekannt vor. Und es geht um Mario Götze, als er bei Bayern gespielt hat. Ja. Und da hat er ja also nicht wirklich irgendwie was gebracht. Und ich glaube, da ging die Diskussion auch um Götze los und bla bla bla. Und wer bei Bayern unter anderem ein Funktionär war, neben Rummenigge, war Matthias Sammer. Fuck! Und den hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Genau. Oh, stimmt. Und daher kannte ich die Stimme. Ja. Ich kannte diese Stimme. Die war mir jetzt so, hast du vor der Augen. Oh, natürlich. Ist ein Muss. Bürger würde durchdrehen. Ja. Oh. Natürlich mal. Ja. Matthias Sammer hatte doch mal so eine Krankheit dann irgendwann, ne? Als der bei Bayern war. Burnout. War das Burnout? Ja. Das war so ein. Der war offen. Was macht der jetzt eigentlich? Weiß ich nicht. Ist komplett weg. Untergetaucht, ja. Denke ich. Ja. Also ich weiß auch nichts mehr von ihm. Ja. Ja, ich auch nicht. Ah, das ist aber abkacken jetzt, ne? Du, von wie viel hast du jetzt? Den 7. 2 falsch? Ich finde das nicht abkacken. Mhm. Also einen musst du noch richtig, du bist über die Hälfte, mein. Das so. Ist wohl wahr. Aber das kriegst du hin, das ist überhaupt kein Ding. Weil der nächste ist ein ganz bekannter... Ist das jetzt der 7. oder der 8.? Jetzt kommt der 8. Okay. Ein ganz bekannter deutscher Politiker, den du jetzt hörst. Oh fuck, nicht Politik. Aber sehr, ist schon lange her. Mhm. Ich warne nachdrücklich vor allem junge Menschen davor, sich rechtsradikalen Parteien anzuschließen. Das ist ja nicht, oder? Echt? War ist das jetzt ein Joke? Das ist jetzt ein Fangding, ne? Ja. Das ist kein Komödiant. Das ist der wirklich. Nein, das ist der natürlich nicht wirklich. Also hör doch mal, was er sagt, warte. Ich warne nachdrücklich vor allem junge Menschen davor,
sich rechtsradikalen Parteien anzuschließen. Ja. Ja, das wird Adolf Hitler sicherlich nie gesagt haben. Ja, aber das meine ich ja. Aber der ist damit gemeint. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, okay, weil da jetzt jemanden herauszusuchen oder herauszufinden, ist natürlich geil. Ja, wer kann, also, ihn, wer kann das, ihn parodieren, ja? Ich glaub, das würde hier Gies, wie heißt der? Der Kinski. Ja, ja, genau, der Kinski Imitator. Gießmann? Nee, Geismann? Ach, keine Ahnung. Ja, ich komme auch nicht drauf. Ja. Ich mach mal die lange Version an, vielleicht ist er auf jeden Fall nicht. Ich warne nachdrücklich vor allem junge Menschen davor, sich rechtsradikalen Parteien anzuschließen. Giermann. Lassen Sie nicht hineintreiben in Fremdenhass, Gewalt, Rassismus. Das endet in der Katastrophe. Ich weiß, wovon ich rede. Wer es nicht glaubt, ein bisschen, kann er den Film anschauen, der Untergang. Erfindergeist. Könnte das Rühmann sein in der Feuerzangenbowle? Stimmt, da haben die auch so geredet. Ja, hat eine Zeit lang hat er ja auch so, ne? Das stimmt. Ja. Feuerzangenbowle, auch ein richtig geiler Film. Ja, aber auch schon rechtsradikale Tendenzen drin, ne? Das sieht man schon, wenn der eine Lehrer da sagt, wenn der deutsche Baum so gerade wächst, wie alle ja, Deutschen. Ja, aber das ist ja so. Das war doch aber früher so. Naja, genau. Mit dem Strom mitschwimmen. Ja. Na? Also weißt du nicht. Wie, weiß ich nicht. Ich kenne den Parodeur nicht. Kennst du nicht? Nee, er kennt sie nicht. Parodeur, wie? Ja. Hätte ich auch nie gedacht, dass der lass uns das mal trinken. Ja. Dass der das so gut kann. Aber es ist Harald Schmidt. Ach nee, das ist nie. Never ever. Harald Schmidt kann Adolf Hitler extrem gut nachmachen. Echt? Ja. Unfassbar. Und er ist ja damals mit seiner Harald Schmidt Show. Sat 1 war das ja, ganz, ganz lange. Ja. So urlange her. Und dann irgendwann auf MDR umgezogen. Und dann hat er irgendwie auf Sky das noch gemacht. Und dann war er weg vom Fenster. So. Ja, doch. The next, please. Zwei noch. Mhm. Ah, ich glaube, jetzt kriegst du deinen sechsten. Was? Es ist so einfach. Ich ärgere mich jetzt schon. Egal. When I'm doing a stunt or when I'm doing a combat scene, just last week we were filming, and I'm doing this big scene with 15 people. Es kann eigentlich nur The Rock Johnson sein. Nein, warte, Vin Diesel. Ah! Das ist der Grund, warum ich dieses Spiel überhaupt ausgesucht habe, weil du das letzte Mal gesagt hast, Vin Diesel hat so eine geile Stimme im Original. Also da kam ich auf die Idee während des Podcasts. So. Das rollte gerade. Komm, wir hören mal die lange. Ja, natürlich, gerne. When I'm doing a stunt or when I'm doing Just last week we were filming and I'm doing this big scene with 15 people and they're trying to stomp my head and you know, sometimes people are a little off and they kick me in the jaw while I'm doing the scene. Aber es ist Wahnsinn, ne? Ich höre es nur wirklich von der Stimme. Ja, er redet von Stunts und von irgendwelchen Combat Scenes, also Fight-Szenen und keine Ahnung. Ja, ich habe mir diese, das ist ja im Endeffekt aus irgendeiner Talkshow auch rausgepickt bei YouTube. Und da stellt er den Fast and Furious 9 vor. Ist also noch gar nicht so lange her. Ja. Und da sieht er erstaunlicherweise nicht so alt aus wie im Film. Okay. Also in dem neuen Film siehst du richtig so, kennst du das, wenn alte Männer die Dritten haben und so dieses zusammengestauchten Mund haben, so dieses komische so, wo du denkst so, hä? So sieht er den ganzen Film lang aus. Du merkst die Veränderung dann irgendwie, ne? Und da gar nicht so, aber gut. Ja. Davon mal ab. Krass. So, der letzte, den erkennst du definitiv auch. Und wenn wir da die lange Version hören, geht sie 4 Minuten. Da musst du mir natürlich dann sagen, ob du das wirklich laufen lassen willst. Schwarzenegger Stallone? Sonst. Scheiße, ich brauch's gar nicht mehr anmachen. Genau, Expendables 4. Oder Bruce Willis. Einer von den drei fehlt ja noch. Oh, scheiße. Er hat mich. Ja, nee, warte mal. Jetzt kommt was ganz anderes. Da ihr schon hinfahrt, könnt ihr vielleicht so ein bisschen agitieren dort im Dorf. Wie? Sagt den Bäuerlein so und so, das Flugwesen entwickelt sich bei uns. Vielleicht tragen sie etwas Geld zusammen für ein neues Flugzeug. Ach, das war's schon? Mhm. Nee, da brauche ich mehr. Da brauche ich wirklich mehr.
Ich kann ja vielleicht, wenn ich dann was kriege, unterbrechen und sagen, ich hab's oder so. Oder ich hab's nicht. Ja, genau, dann stoppe ich. Weil genau. Das ist so eine Art Sketch, so. Ja. Ganz, ganz früher. Das hilft dir vielleicht ein bisschen. Lass uns das mal hören, das Ding. Ja, ich muss die Stimme, ich muss die verinnerlichen. Ja. Michail Soschenko, die Kuh im Propeller. Grigori Kosonosov, der Wächter der Fliegerschule, fuhr auf Urlaub in sein Heimatdorf. Nun, was ist Genosse Kosonosov, sagten die Kollegen beim Abschied. Da ihr schon hinfahrt, könnt ihr vielleicht so ein bisschen agitieren dort in Manfred Dorf. Krug, ja! So und so, das Flugwesen entwickelt sich. Ich mach mal kurz Stopp. Super, genau so ist es. Ja. Weil du ständig von auf Achse geredet hast. Ja, ja. Mega, klar. Ja. Ich finde den Mann einfach... Nur ist er da deutlich jünger. Und wahrscheinlich natürlich. Hat er auch eine hellere Stimme. Ich habe auch den Märchenfilm, keine Ahnung, die Goldene Lanze oder wo spielt er da mit? Keine Ahnung. König Drosselbart. Ja, spielt er. Ja. Auch auf Achse, so jung. Und weißt du, und das finde ich so witzig, weißt du, wer mich total an ihn erinnert? Na? Sag jetzt nicht Uwe. Rosin. Rosin, echt? Wenn hier Rosins Restaurant und Tralala läuft da und so weiter und so fort, ist akkurat, echt? So, erinnere ich mich sofort an Manfred Krug. Weil der auch so ein, diese Aura einfach nur hat, finde ich. Du musst mal Rosin wirklich mal gucken. Hm. Und wenn du den dann so siehst, und dann guckst du dir Manfred Krug an. So dieses ganze Drumherum. Okay. Ich mochte Manfred Krug nicht, wenn er diesen Rechtsanwalt gespielt hat, diese Serie. Ja, ja, Advokat. Das war so, doof. Ne? Ja, genau. Ja, aber toller Mann, toller Mensch. Manfred Krug war ja ganz lange DDR auch und das ist auch eine DDR-Aufzeichnung hier aus Jazz Lyrik Prosa nannte sich damals das Album von Amiga noch, diese DDR. Und da gibt es auch den Flaschenzug, wo er beschreibt, dass einer mal hoch und dann löste sich das Seil und dann flog er wieder runter und dann begegnete er dem Eimer und bla bla bla. Und das ist auch unter anderem ein so ein Ding. Und der ist ja dann, glaube ich, irgendwann abgehauen, ne? Im Westen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist vor der Wende passiert. Genau. Ne? Der ist abgehauen. Genau. Geflohen, ein Flüchtling. Ah, gefluchtet? Ja. Wollen wir zu Ende hören oder wollen wir das nachher machen? Das können wir nachher machen. Gut, denke ich mir. Das ist für die Zuhörer dann vielleicht auch. Jetzt aber wenn jemand das hören will, Manfred Krug, die Kuh im Propeller, geil. Ja. So, ich würde sagen, ich bin durch. Was? Ja. Wie viel hast du denn nicht erraten? 3, ne? Harald Schmidt hast du nicht erraten, Matthias Sammer hast du nicht erraten und Dave Gahan. Ja. Alter Schwede, 7-3. Aber alles stark. 3, also über Sammer ärgere ich mich ein bisschen, weil das war... Zu Recht. Kennst du dieses Gefühl, wenn du weißt, du kennst diese Stimme und du kannst sie aber nicht zuordnen? Ja. Weißt du, wie es mir immer geht? Genauso, wenn ich einen Film sehe, ich denke so, den Schauspieler kennst du doch. Und den ganzen verfickten Film überdenkst du, wo hast du den gesehen? Ja. Du kriegst gar nicht den Film mit. Und dann guckst du immer nach. Ach ja. Mich wundert's, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du gestanden hast, machst du nicht mit Sylvester Stallone und Bruce Willis, dass du die Dinger gar nicht reingenommen hast. Nee, das mit Absicht. Das ist zu einfach. Das mache ich nicht. Ja, vor allen Dingen wollte ich nicht nur Englisch, also Russisch ja auch. Und sehr geil, sehr geil. Ne? Und selbst mit Italienisch, du hättest ja auch Adriano Celentano nehmen können. Den hättest du wahrscheinlich auch erkannt, weil er auch sehr markante Stimme Hat, wie gesagt, ich bin Ornella so. Muti. Naja. Duro. Ja, cool. Ganz stark. Ja. Ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Also, meine Herren. Dann bin ich ja jetzt wieder mal dran irgendwann, ne? Ja, du mach. Also, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ja. Irgendwann. Definitiv. Wenn die Aufnahme geklappt hat. Ich hatte letztens schon überlegt, ob wir mal Teil 2 machen mit Serien. Aber ich bin der Meinung, nee, der Nachhall dafür ist noch nicht da. Mhm. Also das... Weil das war eines der Highlights, ne? Ja. Also ich fand das großartig. Also wer da echt mal Bock hat, irgendwie jetzt neu dazugestoßen ist und mal wirklich, ich weiß nicht, wie die Folge hieß, aber... Das war eines der ersten, irgendwie unter den ersten 20, glaube ich, ne? Das war schon echt cool. Ja. Hat Spaß gemacht vor allem. Ja, vor allem mit dem Handy am ja, Mikro, das war anfänglich geil. So, ne? Ja. Ich sag auch jedem, der mal fragt, Mensch, ist Kinder... Und ja, Podcast und hier und tralala. Ich sage, ja, aber die ersten 3 Folgen, weißt du noch, das ist noch richtig voll so... Wir sind aufgeregt, wissen nicht, was sie sagen sollen. Und die Qualität war unter einer Kanone. Ja. Also. Ist sie immer noch? Dass wir aufgeregt sind. Aber das sind wir nicht mehr aufgeregt. Nein, alles gut. Nein, so. Ey, das war mega. Mir hat Spaß geil. Gemacht. Ja, mir hat total Spaß gemacht. Ey, öfter mal bitteschön. Ja, vor allem habe ich endlich mal eine Idee gehabt. Kann ich mich auch mal zurücklehnen. Ne?
Und das nächste Mal machen wir, wie das Holz kraspelt. Und du sagst dann, welche Sorte Holz das ist. Und alle Kiefer. Schlafen ein. Ja. Ah, sind wir durch, oder was? Wir sind durch. Das blunkt. Verdammt, wir sind das blunkt schon seit 5 Minuten. Dein Handy ist schon wieder kaputt. Tschüss, Alter, war geil. Tschö mit Ö, es war mir eine Ehre. Ich mach mal Bonifazio. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne, ne? Willst du? Ja, machst du? Ich mach noch einen. Ich leg schon mal ab und geh noch mal. Leg schon mal ab, leg schon mal auf. Die große Anaconda durch das FSK 18. Um mal Werbung für unseren Twitch-Kanal zu machen. Ich krieg sogar Geld von uns dafür, dass ich Werbung mache dafür. Hm? Richtig viel. 1000 Geld. Bonifatius Kiesewetter, der hierdurch gekränkt sich glaubt, hat dafür sich mit der Gräfin einen üblen Scherz erlaubt. Als sie lag in seinen Armen und ihr Busen höher schwoll, schiffte tückisch ihr der Schweinhund rasch die ganze Tasse voll. Moral. Zu täuschen schöner Frauen Erwartung ist stets ein Zeichen von Entartung. Ich freue mich auf nächste Woche. Azuro, danke für den Ohrwurm.